Ja, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge in Thüringen. Wir werden jetzt den Mist zum BGA fahren. Dann werden wir dann gleich mal die Kühe auch ins Village geben und Heu. Mal sehen, ob das verbraucht wird. Wenn ja, dann haben wir gleich einen Verwerter, ne? Denn wir haben nicht genug Silage und genug Heu. Also, ist, Anführungszeichen weg. Und wenn Platz ist, kann man das nutzen. Im Stall. In der Magen der Tiere, ne? Da werden wir hier mal den Mist abkippen und gleich wieder zum Beladen zurückfahren. Dann holen wir uns die Silage vom Silo. Ich hab schon einen voll gemacht. Das dauert ja ein bisschen, ne? Und jetzt kann hier erstmal die BGH ein bisschen arbeiten. Uns das Geld drucken, ne? Klar könnte ich daraus Dünger herstellen. Wäre aber hier nicht vorgesehen, ne? Also, naja, es lohnt sich nicht mehr hier auf der Karte das so zu machen. In Anführungszeichen. Je mehr ich jetzt kaufe und baue, muss ich ja alles entsprechend hier nachziehen und neu platzieren. Und jetzt wird das entsprechend, zum Schluss später neu gemacht. Hofgestaltung bleibt nicht so, denke ich mal. Denken wir anders kommen und aber so, ob ich den Stall behalte, das weiß ich auch nicht genau. Ich muss mal bei Gelegenheit probieren, ob ich aus einem anderen Stall die bisschen Milch rauskriege. Das könnte sein. Ja, jetzt achso, die Silage wollte ich holen. Das sind die Drescher, die Silage. Geht mal einfach in den großen Stall. Bei den Kühen, bei den Milchkühen, ne? Den Rest können wir aus dem Dings holen. Trabenta, wie Dings heißt da? Vielleicht kann ich mich konzentrieren. Kann ich das gleich aussprechen? Ja. So ein Zungenbrecher. Ist eigentlich für mich die Ideallösung, weil das da brauchst du nicht verdichten, du brauchst nicht lange rein und rausfahren, machst du einfach rein und gut ist, ne? Musst du entsprechend 2-3 haben, wenn du die Mengen Kühe, die ich hier haben werde, müssen ja auch versorgt werden, ne? Die beiden Fehler sind ohne Kollision, aber trotzdem fahre ich da irgendwie nicht durch. Aus Prinzip. So, da sind wir. Nochmal Schwung Silage. Mal ganz kurz gucken. Keine Anzeichen dafür. Ja, das kann ja auch nicht, ne? So. Wir wollen mal schauen, was überhaupt fehlt, ne? Silage, Heu, fehlt nicht viel. Im Grunde ist das nicht notwendig, die Kühe nehmen die eh das Beste. Wäre in dem Falle das Mischfutter. Wenn wir gleich mal Heu holen. Einmal Heu bitte. Da sind wir eine Reihe. Heu, Heupellets und Silage. Wir haben immer noch Gras drin hier. Wahnsinn, noch so viel. Kriegen wir gleich verarbeitet. Und so viel gefahren, so viel gemacht. Jetzt haben wir so viel. Oh, lieber haben wir es nicht, als nicht brauchen. Ne? Als brauchen und nicht haben. Ne? Ich hatte nämlich
bei vielen Kühen eine Katastrophe. Man muss verkaufen. Dann fährst du gegen Tor. Warum machst du das? So, einmal noch Heu bitte. Ups. Mist läuft noch, das ist gut. Oder alles fertig. Gut, dann müssen die warten. So. Dann geht's auf 49. Das ist. Da ist getaut. So. Hier werden wir gleich mal hier vorne anfangen. Hat die erste Runde schon aufgetaut. Naja, Dünger ist ja auch ein bisschen salzig, ne? So, da haben wir es wieder. Großgenerierung 49. Machen wir. Rechnen mal ein bisschen. Und zurück. Und einstellen. Und wir machen weiter mit Heu. Viele Fahrzeuge. Also wo es reingeht. Viel kann nicht mehr sein. Die sind gemischt. Das ist voll. Da, Mu. Na, mehr Heu gibt nicht. Auch in Anzeige. So. Die anderen beiden Ställe fahren wir durch. Ob die was annehmen, weiß ich nicht. Oh, Mist ist voll. Da werden wir gleich Mist fahren. Dann können wir noch einmal fahren, ist auch erledigt. Und dann können wir nachher sehen, dass wir nachher ja, die Milch verkaufen, ne? Ich glaube, wir haben noch Schulden, um abzahlen. Mit der Milch nachher, ne? Wir können ja noch ein Feld kaufen mit Verschuldung. Oh, da warten wir ab, bis es weit ist, ne? Bis wir die Ernte machen können. Vielleicht können wir das Feld auch entsprechend aussuchen. Wo wir ein bisschen Mission machen können. Zwecks Dünger und so. Zu dicht dran gefahren. Und Glück gehabt. So, Mission. Also ein Feldwobe, ja, Gruppen und Düngen. Also 11, naja, 11 können wir eh nicht kaufen, ne? 29. Ich finde gut hier Ballen pressen, das finde ich gut. Was das für ein Feld wäre eigentlich gut für uns. Oder Nähe wäre, ne? Das muss in der Nähe sein. Und 37 wäre nicht schlecht, oder die 40. Die haben wir garantiert nicht bei. Also 40, 39 haben wir bei. 40 nicht. Und die 37. Das wären zwei Felder, die interessant wären. Von der Entfernung her. Aber nicht. Das ist mir zu teuer. Die 29 wäre nicht schlecht. Aber da. Was will er reinhaben? Gerste. Ist noch Schnee drauf. Also wird nicht funktionieren.
Die 29 müsste da sein, das müsste gehen. Das nehmen wir an. Was Gerste können wir gebrauchen. So. Das noch gleich mal voll machen. Und dann fahren wir Richtung unsere Spezialfahrzeuge, Seemaschine und so. Und dann geht los. Da kann ja einer in aller Ruhe arbeiten, ne? Da braucht ja nur Dings rein. Also zwei könnte man da eigentlich arbeiten lassen. Jetzt geht gerade der Schnee weg. Das ist ja richtig passend. Gut, bald plus 9 Grad. Ne? Also, muss staunen. Tag 1, Frühling und 9 Grad. Ja, das ist gut. Aber wir gehen erstmal die anderen Kühe noch bisschen. Hoi. Ist gut. Sei mal so, ne? Wenn Schnee weg ist, ne? Hatten ja recht viel, aber heute ist endgültig Ende. Obwohl die Aussaat noch nicht geht, wir haben 0 Grad. Aber wir können auch darauf vorbereiten. Das geht ja trotzdem. Wir bereiten das vor. Denn können wir später Feld 29 kaufen. Nachdem wir das schön gedüngt haben. Für Geld kassiert haben, dann kaufen wir das nachher. Und dann haben wir dann die Gerste. Das kaufen wir erst, wenn das erntereif ist. Zuerst wollen die kein Heu haben. Im hinteren, ja, ein bisschen. Das sind unsere weiblichen Kühe. Den Rest fahren wir in Lager rein. Oder eine Mischfabrik geht auch. Da haben wir nichts anderes. Also keine Ballen. So, der ganze Schnee ist weg. Oh. Aber der Boden ist gut gewässert. Grundwasser ist aufgefüllt. Das ist gut. So. Heu haben wir verwertet. Und jetzt können wir sehen, dass wir das nochmal wegstellen. Und dann nehmen wir unseren Spezialfahrzeug und gucken, wo die Seemaschine ist. Die stellen wir hier mal rechts hin. Vom Güllefass. Noch müssen wir ja nicht raus. So. Gucken wir mal. Ich habe die Seemaschinen, glaube ich, in der Garage reingestellt. Mal aufgeräumt. Da muss nur die Saat rein. Also Anhänger, Güllefass, da haben wir die zwei. Wir haben Spezialtraktoren hier. So. Da gab es ein Update. Hat nur genau, weiß ich nicht. Ist egal. Hauptsache funktioniert, ne? Ups. Wir müssen ein bisschen Gerste umstellen gleich. Weil ich kenne mir da am besten, da ruckzuck habe ich das vergessen. Und dann haben wir das entsprechend. Cool, ne? Der soll Richtung. Den machen wir erst voll. Mit Saatgut. Das haben wir noch da. Dann müssen wir so den Anneburger nehmen und entsprechend da was kaufen. Aber den Rest werden wir hier erstmal leer machen. Wir haben ein bisschen Platz. Hier noch was rein. Das sind die richtigen Traktoren. Saatgut haben wir noch rechtlich. Das muss verwertet werden. So, Richtung Feldnummer. Da fahren wir selber.
Tiere sind versorgt. So, mal in Innensicht, ne? Aber hat man schöne Aussicht, ne? Ohne Kabine ist gut. Ich mag die Traktoren irgendwie, sehen gut aus. Schöne Farbe, kräftiges Rot, schöne Schriftzüge von der Marke. Das ist gut gelungen. Gibt es ja sogar in echt. Vielleicht mal im Fernsehen gesehen, Messe oder YouTube-Kanal, eher YouTube-Kanal irgendwo. Eine Messe, wo sie die gezeigt haben als Prototypen, ne? Also das ist im Grunde die Zukunft. Aber wie gesagt, bei den großen Feldern, ne? Also wirklich, also in Europa weniger. Denk mal eher so USA, Kanada, Russland zum Beispiel, wo die riesigen Felder sind. Aber wie gesagt, da wo die Arbeitskraft noch preiswert ist, wird man sich keinen teuren Traktor kaufen, ne? Ist immer erst dann, wenn im Prinzip einer, ja, so eine Aufgabe, weiß ich, dann fährt er in einen riesigen Überlader, ne? Also so ein Transporter mit zwei, drei Traktoren und überwacht die Prinzip vom Container aus, ne? Das ist die Idee der Arbeit, ne? Aber wie gesagt, wenn Cosplay so wie hier funktioniert, wenn die Auswahl ähnliches haben, dann brauchst du nur am Ende manuell vom Feld mit Fernbedienung fahren lassen, ne? Also 8 haben sie halt nicht gekauft, das ist aber auch was drin. Ich glaube Hafer. Das ist nicht so wichtig für uns erstmal. Wir brauchen immer Weizen und Gerste für den Marsch. Der Marsch ist ja die Ernte abgeschlossen, bis auf Mais. Mais kommt ab Montag, also wenn die heutige Folge ist, ist lange passiert. Und dann ist da die Ernte abgeschlossen. Und dann mit Winteranfang wird umgestellt auf 6 Tage, damit wir mehr Zeit haben für Produktion und so. Da werden wir richtig im Winter Holz machen, ne? Und kaufen noch einen Wald. Dann müssen wir noch im Wald ein paar Bäume auspflanzen. Also hier geht's mit Aussaat noch nicht los. Wir fahren das mit dem Feld hin. Ansonsten werden wir hier im Verband auch sehen. Und abgeschlossen ist nach Wachstum der Hoffnung einen Düngerauftrag bekommen. Ne? Das Feld noch düngen können. Und wenn das nicht reif ist, wird es nachher noch gekauft. Im reifen Zustand. Das machen wir nicht mehr als Mission, da ernten wir dann in der eigenen Tasche. Da sind wir. Fahren wir aufs Feld. Das ist ein Fahrzeug Nummer 1. Der links fährt. So. Faustregel, wenn wir rechts entgegen, das Urteil, fahren wir mal links. So, dann machen wir Flieger ganz kurz, ne? Ja, hier ist ein bisschen ärgerlich. Also schade, dass wir nicht schaffen. Vielleicht später mal. Also. Oh, wo ist mein neuer? Mein. Da haben wir doch schon. Auch repariert. Da haben wir alles mit dem Herz gemacht. Da halten wir gleich auf. Gerste und dann noch im Lager voll machen mit Stück mit Saatgut. Also später werde ich hier auch Düngerfabrik bauen und Saatgut. Das ist notwendig. Das gehört dazu, ne? Dass wir unsere eigene Ernte nutzen für die Aussaat. Das mag San Monsanto nicht, aber das muss mir egal sein.
Klar, ist ihr Geschäftsmodell, sagt gut verkaufen, ne? Am besten noch gleich mit Herbizide, die genauer wirken. Oh, Überfolge. Zum Zuschauer, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich sag mal tschüss und ciao. Bis dann. Bis morgen. Tschüss.